Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch, wie angekündigt, diese kleinen Röschen häkeln, die ziemlich einfach zu machen sind, zumindest die Blütenköpfchen. Und ich hatte mir überlegt, dass man daraus auch süß Schlüsselanhänger oder Taschenbaumler machen kann. Ja, nicht lange erzählt, ich zeige euch jetzt einfach, wie das geht und wünsche euch viel Spaß. Für die Röschen benötigen wir Baumwollgarn für Nadelstärke 2,5 bis 3,5. Für die Köpfchen eine Farbe nach Wahl. Ich nehme heute Altrosa und natürlich Grün für die Blätter und den Stiel. Dann brauchen wir selbstverständlich eine Häkelnadel. 2,5 ist hier meine. Eine Vernähnadel, eine Schere und für die Wer die Blüte mit Stiel machen möchte, braucht einen Schaschlikspieß, einen ganz normalen Schaschlikspieß. Für die Taschenbaumler einen Karabiner oder auch Schlüsselring. Und etwas Kleber. Ich benutze hier Heißkleber und zwar nehme ich so einen Stick. Der Vorteil, der wird nicht so heiß wie eine normale Klebepistole. Und ich kann bei den kleinen Dingen hier auch punktuell arbeiten. Aber das verlinke ich euch alles unten. Und jetzt geht's auch schon los. Wir beginnen mit dem Blütenkopf und der ist wirklich sehr, sehr einfach. Erstmal einen Fadenring mit einer Kettmasche verschließen, diesen Fadenring. Und zwei Hebemaschen. Die zählen bei mir hier nicht als Stäbchenersatz, einfach weil ich will, dass der Kreis, den wir jetzt häkeln, schöner, gleichmäßiger, dichter wird. Jetzt arbeite ich in diesen Fadenring 12 Stäbchen. Also direkt in den Fadenring 12 Stäbchen. Immer hier rein, 12 Stück. Und wenn wir die 12 Stäbchen im Fadenring gehäkelt haben, können wir den zusammenziehen und schließen das Ganze mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Da rein kommt jetzt eine Kettmasche und wir verschließen den Ring. Die Kettmasche kann ruhig schön festgezogen werden, dann kommt man nachher nicht in Versuchung, die nochmal zu behäkeln. Wir brauchen wieder zwei Hebemaschen, 1, 2, also zwei Luftmaschen als Hebemaschen und arbeiten genau in das erste Stäbchen, in das wir soeben die Kettmasche gemacht haben, zwei Stäbchen. Also 1, ne? 1 und noch ein Stäbchen. Und jetzt verdoppeln wir so jedes Stäbchen, das heißt jedes Stäbchen der Vorrunde bekommt zwei neue Stäbchen. Wieder 1, 2. Also jede Masche verdoppeln, immer zwei Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde und am Ende sollten das natürlich dann 24 Stäbchen sein in der Runde. Meine Runde ist hier fast abgeschlossen. Ich habe jetzt schon 22 Stäbchen. Fehlen noch die letzten beiden. Also die letzte Masche zu verdoppeln. 1 und 2. 24 Stäbchen in der neuen Runde. Hier wird wieder der Kreis geschlossen mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen der Runde. So, Kettmasche schließen. Nächste Runde wieder zwei Hebemaschen. Wieder direkt in das erste Stäbchen, in das wir die Kettmasche gemacht haben, einhäkeln. Ein Stäbchen. Und jetzt wird hier das zweite Stäbchen verdoppelt. Also
Nächste wird verdoppelt. Wieder ein Stäbchen. Das nächste wird verdoppelt. So geht das jetzt wieder rundherum bis zum Ende der Reihe. Jedes zweite Stäbchen verdoppeln. Meine Runde ist jetzt beendet. Ich habe jetzt also 36 Stäbchen hier in dem Kreis. Schließe das Ganze wie die Vorrunden wieder mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Wieder zwei Hebemaschen, wieder direkt in das erste Stäbchen, in das wir die Kettmasche gemacht haben, ein Stäbchen. In das nächste auch ein Stäbchen. Und jetzt wird das dritte verdoppelt, also in das dritte Stäbchen zwei Stäbchen. Eins und noch eins. Wieder zwei Stäbchen, also jeweils eins in ein Stäbchen. Eins, zwei. Und das dritte wird wieder verdoppelt. Eins und zwei. Und auch so geht es jetzt nochmal rundherum, bis die Reihe abgeschlossen ist. Jedes dritte Stäbchen wird verdoppelt. Und dann ist die Basis eigentlich auch schon fertig. Ich habe auch diese Runde jetzt hier fertig behäkelt. Jede dritte Masche verdoppelt. Sind also 48 Stäbchen jetzt in dem Kreis. Schließe das Ganze nochmal mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen, so wie auch in den Vorrunden. So. Und dann kann dieser Faden auch schon ab und durchgezogen werden. Und jetzt vernähen wir zuerst diesen Endfaden und dann kommen wir zu dem Anfangsfaden. Also verstecken wir jetzt den Faden hier hinten auf der Rückseite. Also für mich ist das die Rückseite, das ist die Vorderseite, wo die Stäbchen so schön zu sehen sind, die vordere Seite, und das ist für mich die Rückseite. Aber am Ende könnt ihr entscheiden, wie euch das besser gefällt, welche Seite ihr für vorn und welche für hinten nutzt. So, der Faden ist schon weg. Und kann abgeschnitten werden. Und jetzt kommen wir zum Anfangsfaden, weil der wird jetzt gebraucht. Und dafür entscheiden wir uns jetzt wirklich, welche Seite vorn und welche hinten sein soll. Ich möchte immer diese Seite nach außen haben. Ich klappe also später das Ganze so übereinander. Das heißt, ich brauche den Faden auch auf dieser Seite. Ich verstecke mir den jetzt einmal hier unter 3-4 Maschen. Und ziehe den dann nach vorn, um das Röschen fertig zu machen. Jetzt klappe ich das so zusammen. Hier unten ist das Löchlein, das habe ich auch nicht ganz zugezogen. Und roll das Ganze zusammen. Und man kann schon erkennen, dass das so eine kleine Knospenform bildet. Und jetzt brauche ich nur diese Seite hier auf dem unteren Teil zusammennähen. Und das sollte auch schön fest zusammengenäht werden. Also nur
das untere Drittel ungefähr, wie ich zu. So, dass das nachher hält. Und auch nicht durch die ganze Hose durchstechen, sondern nur durch die Stäbchen. Hier vorn durch die Maschen. Also ich will nur, dass die Rolle sozusagen zusammenhält. So. Jetzt kann ich das Ganze auch schon verknoten. Hier ist mein Löchlein noch, ja. Ein Knoten, einmal durchziehen und auch der Faden kann ab. Und unsere Knospe ist schon soweit fertig. Hält auch, geht nicht mehr auseinander. So einfach ist diese einzelne Blüte, Rosenknospe. Oder wie auch immer. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen, was sagt man dazu, Blütenkelch? Naja, das Grüne hier unten. Und damit machen wir jetzt sofort weiter. Wir nehmen uns also das grüne Baumwollgarn und los geht's. Und auch hier beginnen wir mit einem Fadenring. Wir lassen uns aber diesen Anfangsfaden länger. Möglichst lang, wenn wir den gleich um den Stiel wickeln wollen. Etwas kürzer, wenn wir daraus einen Schlüsselanhänger Taschenbaumler machen möchten. Ich lasse ihn gleich ganz schön lang, also so 60 cm. Dann brauche ich nachher nicht neu ansetzen. So, also wir machen wieder einen Fadenring, schließen den wieder mit einer Kettmasche und zwei Hebemaschen. Und jetzt werden in diesen Fadenring 14 Stäbchen gearbeitet. Also 14 Stäbchen in diesen Fadenring. So wie vorhin auch, nur eben 14. Meine 14 Stäbchen sind jetzt im Fadenring. Ich kann diesen Fadenring also zuziehen und schließe auch hier das Ganze mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen der Vorrunde. So, das passiert, wenn man einen langen Faden hat. Ich hatte gerade den falschen am Wickel, also nochmal Arbeitsfaden. Das Ganze mit einer Kettmasche schließen, die auch schön festziehen. Und jetzt drehe ich das Ganze um, wende das Ganze. Hier habe ich die Kettmasche, die wird natürlich nicht mit behäkelt. Und in das erste Stäbchen, was jetzt kommt, wird ein halbes Stäbchen gearbeitet. Gleich direkt in das erste Stäbchen ein halbes Stäbchen und in dasselbe Stäbchen ein Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Also halbes Stäbchen, Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgen zwei Luftmaschen und in die erste der beiden Luftmaschen stechen wir wieder ein und machen eine Kettmasche. Ja, zwei Luftmaschen und eine Kettmasche. Wieder zwei Luftmaschen und in dieselbe Masche, in die wir gerade die beiden halbe Stäbchen und Stäbchen gehäkelt haben, kommt jetzt noch wieder eine Kettmasche.
Und das erste Blättchen ist fertig. Das nächste Stäbchen bekommt auch eine Kettmasche, wird aber nicht weiter beachtet, weiter bearbeitet. Das nächste Stäbchen der Vorrunde noch eine Kettmasche. Und in diese Masche kommen jetzt wieder ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, 1, 2, und in die erste dieser Luftmaschen, dieser beiden, in die erste, die zweite ab der Nadel einstechen und eine Kettmasche machen. Noch zwei Luftmaschen und wieder in dieselbe Masche, in die gerade Stäbchen und halbe Stäbchen gekommen sind, eine Kettmasche. Das zweite Blättchen ist fertig. Das nächste Stäbchen der Vorrunde bekommt wieder nur eine Kettmasche. Da wird nichts weiter gemacht. Und in die nächste wieder eine Kettmasche und da folgt dann das nächste Blütenblatt oder Kelchblatt. Also hier wieder halbes Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, 1 und 2. In die erste der beiden Luftmaschen einstechen und eine Kettmasche machen. Zwei Luftmaschen und nochmal in dieselbe Masche eine Kettmasche. Das dritte ist fertig. Und so geht das rundherum jetzt. Jede zweite Masche aus der Vorrunde bekommt nur eine Kettmasche und die nächste bekommt auch eine Kettmasche, wird aber dann weiter behäkelt zu einem neuen Blättchen. Halbes Stäbchen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, eine Kettmasche. Nochmal zwei Luftmaschen und nochmal eine Kettmasche, dieselbe Masche, aus der wir gekommen sind. So geht es jetzt reihum. Wir müssen zum Schluss natürlich dann 7 solche Blättchen haben. Auf jeder zweiten Masche kommt so ein Blättchen. In meinem Beispiel fehlt jetzt noch das letzte Blättchen, also ich habe schon 6, hatte hier die eine Kettmasche, die nicht weiter behäkelt wird. Jetzt kommt das letzte Blatt, ich zeige es nochmal. Also die Kettmasche, dann ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen. In die erste der Luftmaschen einstechen und eine Kettmasche. Noch zwei Luftmaschen und nochmal eine Kettmasche in die gleiche Masche, aus der wir gekommen sind. So, jetzt bleibt hier noch eine Masche, da machen wir noch eine Kettmasche rein. Und dann kann der Faden auch schon abgeschnitten werden und auch den nicht zu kurz, weil den brauchen wir jetzt gleich, um die Blüte da dran zu befestigen. Also ruhig ein bisschen länger lassen, so dass wir bequem nähen können. Faden durch.
Und jetzt werden wir erstmal hier die Blüte aufbringen. Ich gucke also nun, wie rum ich das Ganze aufbringe, und ich möchte, dass diese Zipfelchen nach außen sich biegen. Deswegen wird es so hier aufgebracht, dass die nach außen klappen. Dafür, wie gesagt, nehme ich den Endfaden und nähe über diese Blättchen und hier an der Blüte das Ganze fest. Immer mal gucken, dass das auch richtig drin ist. So. Schön über die Blättchen zum nächsten. Ja. Wieder das Blatt. Immer am unteren Teil, damit es oben noch mal ein bisschen nach außen klappt. Und so wird das Ganze jetzt einmal festgenäht. Ich habe das jetzt hier einmal rundherum fixiert und brauche jetzt eigentlich nur noch den Endfaden etwas verknoten und verstecken. Und dann kann der Blütenkopf schon einmal zur Seite, weil wir ja dann noch das Blatt machen müssen. So, Knoten einmal durch. Und der kann ab. Aufpassen, den richtigen abschneiden, nicht den langen Anfangsfaden. So, das Ganze legen wir jetzt zur Seite und machen jetzt erstmal ein Blatt. Ihr könnt natürlich auch immer mehrere Blätter machen. Ich habe an jeder Rose nur eins dran. Wie viel ihr dann macht, ist ja dann wieder euch selbst überlassen. Also, wir kommen jetzt zu einem Blatt. Für das Blatt schlagen wir jetzt 14 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. 14 Luftmaschen, und an dieser Luftmaschenkette häkeln wir jetzt einmal in diese Richtung entlang und einmal kommen wir dann wieder unten zurück. Also in die zweite Masche ab der Nadel, das die letzte, die 14. ist eine Wendemasche. Hier rein eine feste Masche. In die nächste ebenfalls eine feste Masche und in die nächste ebenfalls eine feste Masche. In die nächste Luftmasche kommt ein halbes Stäbchen. Und in die nächsten 5 Luftmaschen folgt jetzt jeweils ein Stäbchen. Also 5 Stäbchen. Je eins in eine Masche. 1, 2, 3,
4 und 5. So sieht das jetzt aus. Wir haben hier noch 4 Luftmaschen. In die nächste Luftmasche kommt wieder ein halbes Stäbchen. Und in die letzten 3 jeweils eine feste Masche. 1, 2 und Nummer 3. Ein halbes Blatt ist fertig. Für die Spitze des Blattes machen wir auch hier 2 Luftmaschen und häkeln auch hier in die erste der beiden Luftmaschen ein, also stechen hier ein. 1, 2 hier unten in die und auch hier eine Kettmasche. Hier habe ich meine erste Luftmasche, wo gerade die letzte feste Masche reinkam. Und hier mache ich jetzt noch eine feste Masche rein. Jetzt ziehe ich mal ein bisschen dran, damit sich das Ganze schließt. Und arbeite jetzt hier auf der Rückseite zurück. Masche über Masche. Hier sind also noch 2 feste Maschen. Da kommen jeweils noch eine feste Masche rein. Und den Anfangsfaden, den arbeite ich jetzt gleich mit ein. Also feste Masche über feste Masche. So, jetzt haben wir also 3 feste Maschen gehäkelt. Jetzt kommt wieder das halbe Stäbchen. Jetzt folgen wieder 5 Stäbchen, Stäbchen über Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. Ich habe jetzt also Stäbchen über Stäbchen gehäkelt. Jetzt kommt ein halbes Stäbchen über das andere halbe Stäbchen. Und hier sind jetzt noch 3 Maschen. Da kommt jeweils eine feste Masche rein. 1, 2 und Nummer 3. So sieht jetzt unser Blatt aus. Den eingearbeiteten Endfaden kann ich jetzt abschneiden. Und ich mache in die erste Masche, die wir hier gehäkelt haben, die erste feste Masche war das. Da kommt jetzt auch wieder eine Kettmasche rein. Dann kommt noch eine sichernde Luftmasche und auch das kann abgeschnitten werden. So, hier kommt noch ein Stück von dem Faden vor. So ist jetzt ein Blatt fertig und wie viel ihr davon macht, bleibt wie gesagt euch selbst überlassen. Jetzt kommen wir dazu, wie wir die Rose am Stiel beenden und dafür brauchen wir dann natürlich diesen sehr langen Anfangsfaden aus dem Kelch. Wir haben jetzt also unser Blütenköpfchen und unser Blatt und unseren Schaschlikspieß brauchen wir jetzt. Und das spitze Ende schieben wir jetzt hier unten durch die Blüte. Das geht eigentlich ganz gut. Keine Angst, das kann alles hinterher wieder in Form gezuppelt werden. Wenn dann der Heißkleber soweit ist, kommt hier ein kleiner Tropfen drauf. Und dann wird der Faden
Deswegen sollte er so lang bleiben, weil dann muss man nicht erst einen neuen nehmen. Hier einfach drum gewickelt. Hier oben ist er fixiert mit dem Kleber. So, und jetzt wird einfach gedreht und gedreht, bis das oder so lange, wie ihr das umwickelt haben möchtet. Mein Spieß ist jetzt hier bis etwa zur Hälfte umwickelt. Ich habe mir hier schon ein Tröpfchen Heißkleber wieder drauf gemacht und habe den zu tief hingemacht. Ja. So, ist trotzdem fest. Das Röschen ist soweit fertig und jetzt muss eigentlich nur noch das Blättchen hier dran geklebt werden. Ihr könnt es auch fest wickeln, also drum wickeln und dann kleben. Ich fand das nicht so schön, deswegen vernähe ich mir jetzt hier noch den Faden und klebe es dann auf. So, ich habe den Faden jetzt hier vernäht. Wenn ihr das Blatt nachher auf den Schlüsselanhänger machen wollt, dann könnt ihr den Faden auch dran lassen und damit direkt das Blatt annähen. Dazu sage ich aber gleich noch mal was. Also wir kleben jetzt hier mit einem kleinen Tropfen, einen winzig kleinen Tropfen Heißkleber, das Blatt an der Blüte fest, an der Rose, an dem Stiel. So. Wenn das hier oben noch mal ein bisschen in Form gebracht wird, dann ist es einsatzbereit. Wem das hier noch nicht gefällt, der kann auch diese Zipfelchen noch mal mit Heißkleber oder so fixieren. Also da könnt ihr selber noch mal gucken, wie es für euch am schönsten ist. Nun kommen wir aber noch mal zu dem Schlüsselanhänger. Ich habe gerade gesagt, das Blatt kann hier schon gleich befestigt werden. Auf dem anderen habe ich zwei. Das ist eigentlich noch hübscher. Eins nach außen, eins nach innen gewellt. Das könnt ihr ja auch machen, wie ihr möchtet. Und hier ist jetzt auch der Anfangsfaden, den wir im anderen Teil dort um den Stiel gewickelt haben. Und hier mache ich mir einfach nochmal ein paar Luftmaschen. Dafür ziehe ich mir den Faden mit der Nadel einfach nur einmal so hier durch, dass hier eine kleine Schlaufe stehen bleibt. Also nicht komplett durchziehen, sondern nur diese Schlaufe stehen lassen, da mit der Nadel rein, mit der Häkelnadel meine ich jetzt. So. Und jetzt kann man sich hier 5, 6, 7, 8 Luftmaschen machen, je nachdem, wie lang das sein soll. 4, 5. Und ich habe hier nämlich den Faden zu kurz. So, 6. Und das wird jetzt einfach um diesen Karabiner genäht und befestigt. Also Nadel und Faden einmal um den Karabiner oder Schlüsselring, was ihr so zur Verfügung habt. Und hier nochmal festnähen. So, dass das Röschen dort hängt. Zwei, drei Stiche. Einfach, dass es hält. Und dann verknoten. Ja. Und auch hier durchziehen.
Faden kann ab. Vielleicht nehme ich mir hier auch noch ein zweites Blatt drauf. Ich glaube, das ist hübscher mit zwei Blättern. Ja, auch hier nochmal alles in Form zupfen. Die Mitte. Und dann ist auch das fertig. Ja, ich habe jetzt ein ganz paar Röschen hier zur Verfügung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und ihr kommt mit dem, was ich hier erzählt habe, gut zurecht. Wenn dem so ist, lasst mir natürlich gerne wieder das Däumchen da. Und wer noch nicht hat, natürlich das Abo. Zeigt mir eure Fotos auf Instagram, Facebook, per Messenger. Ich freue mich über jedes Bild, über jeden Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Häkeln und bis zum nächsten Mal.